In Indonesien wurde ein neuer Weg gefunden, um Maskenverweigerer zu zeigen, wie schlimm die Corona-Krise tatsächlich ist. Wenn man dort nämlich keine Maske trägt, kann man zum Aufschaufeln der Massengräber verdonnert werden. Dieser Schritt soll vor allem abschreckend auf Menschen wirken, die sich immer noch querstellen und für viele Menschen in Indonesien eine potenzielle Gefahr bedeuten. Zwar ist bei vielen der Sinn der Maskenpflicht immer noch umstritten, doch Wissenschaftler und Forscher sind sich einig, dass das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Auch in Deutschland gibt es immer noch Menschen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten. In Indonesien werden mit dieser Maßnahme gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn dort gibt es immer noch zu wenig Gräber, wo potenzielle Corona-Tote beerdigt werden könnten.